Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, so ein Hilfeschrei oder Hilferuf, so habe ich das die Tage gedeutet. Also auch ich habe mir natürlich ein bisschen, ich will mal sagen, Gedanken gemacht, was es mit dem Post von Supercell eigentlich auf sich hatte. Hat jetzt einen Tag gedauert, ich meine, ich musste das auch 200 Mal lesen. Nichtsdestotrotz, nehmt ruhig an der Umfrage teil. Ich klicke da jetzt nicht mit rein. Es ist, die gab es ja schon mal, diese Quality of Life oder Quality Umfrage zur Qualität der Übersetzung. Dort könnt ihr dann nochmal 5 Riese müssen benutzt werden zum Guten geben. Also diese kleinen, aber feinen, ich will nicht sagen, das sind ja keine Rechtschreibfehler. Wer sie denn hat oder findet, darf sie dann auch behalten. Also ich finde es nicht so schlimm. Ich finde die Übersetzung mittlerweile relativ gut. Außer 5 Riese müssen benutzt werden. Ich weiß gar nicht, müssen wir im Moment was benutzen? 5 Drachenbaby müssen benutzt werden, okay. Und 2 Supermager, passt. Alles gut. Und und die Pläne für Clash of Clans, das klang für mich so ein bisschen, nur so ein bisschen, wie so ein Hilferuf. Bisschen wie so ein Hilferuf, so nach dem Motto, die Meute schreit. Also wir, die Community, ja, oh, was ist denn das für ein Update? Clanstadt, was soll das? Etc. Und dann holt man einfach ein Kellerkind. Das Kellerkind hat sogar einen Namen, Stuart, der hätte auch Bernd heißen können. Ganz egal, den hat man einfach aus dem Keller geholt. Und also noch nicht ganz ans Tageslicht. Ja, man hat ihn vermutlich im Keller erstmal nur interviewt. Ne? Also das ist so ein richtiger Codehacker, der also wirklich hart hier an Clash of Clans programmieren ist und so weiter. Aber er erklärt uns jetzt erstmal, was das alles so auf sich hat hier mit der Clanstadt und was wollte man damit eigentlich erschaffen, etc. Und das Schöne ist, er erklärt uns auch nochmal, das Heimatdorf finde ich auch sehr, sehr gut. Klar ist das Heimatdorf das Herz von Clash of Clans. Und ich meine, ich bin jetzt seit 2014 dabei, seit 2012 gibt es das Spiel schon. Ich bin auch mal auf die 10-jährige Torte gespannt. Irgendwann wird es ja jetzt mal kommen. Und also ich weiß nicht, was das Ganze hier tatsächlich sollte, ob das jetzt so ein Hilferuf oder so eine Entschuldigung. Oh ja, wir haben jetzt wieder was dazu hing. Wir haben jetzt wieder so ein Clash of Clans zweites Bauarbeiterdorf geschaffen. Tut uns leid, wir arbeiten dran, dass auch mal wieder was Vernünftiges kommt. So ungefähr kam mir das hier vor. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen hier wiederholen. Ich habe übrigens das Gefühl, dass es seit geraumer Zeit so ein bisschen bei einigen Sachen so leckt. Seht ihr das? Wenn ich so scrolle, dann ruckelt das so ein bisschen. Ja, dann ruckelt das so ein bisschen. Und liegt aber wahrscheinlich daran, dass auch Clash of Clans etwas größer geworden ist. Ich hatte heute Morgen auch einen kleinen Hilferuf, denn eines meiner Tablets ist kaputt gegangen. Tatsächlich das Tablet, wo ich den Bänder drauf habe im Clan Deutschland Ad. Und vor allen Dingen das Schlimme ist, ich hatte dort Gmail eingerichtet für alle Konten, die ich habe. Das ist natürlich sehr, sehr bitter für mich auch gewesen. Also auch in Hilferufe dann heute Morgen an mich. Aber ich habe so ziemlich jetzt alle Accounts wieder irgendwo als E-Mail, also nicht hinterlegt, sondern ich kann wieder alle E-Mails checken. Denn so hier und da muss ich mich ja mal wieder authentifizieren. Und oder aber, was weiß ich hier, mein Bot auf Twitch, der muss alle 30 Tage erneuert werden. Und dann kriegt er natürlich immer eine Mail mit dem Token. Und die muss ich dann auch schon abrufen können. Naja, aber wie gesagt, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass dies hier so ein bisschen so ein Hilferuf ist. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber ich wusste erstmal gar nicht, was soll das. Aber ich habe es als erstes auf Twitter gelesen gehabt und bin dann reingesprungen in den Blog. Naja, gut, ich meine, hat uns das jetzt endlich mal jemand erklärt, was wir nicht sowieso schon in etwa wussten, aber es sind ja dann auch andere Gedanken, die darüber kommen. Und aber nichtsdestotrotz haben wir mittlerweile oder haben wir im Moment, ich will es mal so sagen, eigentlich 3 Dörfer, Heimatdorf, Nachtdorf. Ja, Nachtdorf, komm. Wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir eben mal Nachtdorf, mit meiner Truppe hier. 1, 2, 3. Der dritte fehlt noch. 1, 2, 3, 4. So, da musste ich die erstmal nehmen. 1, 2, 3. Und was müssen wir dann eigentlich mal machen? Achso, wir brauchen den Minenwerfer, den großen.
Und wir brauchen, da ist er, den haben wir schon mal geschafft. Und wir brauchen noch so den einen oder anderen, na nicht Kracher, sondern Zerschmetterer. Mal sehen, das Rathaus, also die Bauarbeiterhütte, bekommen wir. Aber ja, der Riese müsste da jetzt tanken, das wäre ganz nett für den, jetzt komme ich nicht auf den Namen, da ist er weg. Da ist er weg, ich kam gerade nicht auf den Namen. Oh, kommt kein verschiedener. Ah, schade. Aber 57%, das ist ganz gut. Mit meiner kleinen Truppe hier, alles in Ordnung. Ja, also Bauarbeiter-Base, spielt ruhig die Bauarbeiter-Base. Kann ich immer noch, wie soll ich sagen, immer noch empfehlen, weil man ja im Hinblick auf den vermeintlichen Bob dann doch noch was kriegt. Oh Mann. Und man, entschuldigt bitte, kurze Hustpause. Und man denn da doch noch ein bisschen was bekommt. Aber ich denke mal, viele werden nach wie vor das Heimatdorf spielen. Naja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon gehalten hattet. Oder als ihr das gelesen hattet, was das so auf sich hat. Und ich bin mit Leila hier, unterwegs, endlich wieder mit allen Helden. Hatte ich ja die Tage gar nicht. Und ich sehe aber noch was anderes, was ich die Tage gar nicht hatte. Und zwar das Teil hier. Mal ein bisschen mehr nach da rücken, ne? Den Anker hier, so. Dann haben wir das mal erledigt. Und da fahren wir mal ein bisschen mit. Was brauchen wir denn eigentlich? Wir brauchen eigentlich alles, wie immer. Um so ein bisschen an Clash of Clans dran zu bleiben. Ah, das ist immer eine schöne Base hier. Der hat auch einen Inferno im Ausbau. Dann können wir uns den anderen mitnehmen. Oh, der ist sogar auf Multi. Das sehe ich selten. Aber egal. Lass mal gucken. Die nehmen wir von da. Die nehmen wir von da. Ah, kommt Rin hier. Nehmen wir mal den anderen hier. So. So ist immer eine doofe Floskel. Ich weiß. So ist immer eine doofe Floskel. Helden hier mit rein und oh, alles klar, oh, ich muss ein bisschen näher rein, Queen, so, die wird jetzt gleich aufgehen, die Karre, denke ich mal, oder aber ich mache sie einfach auf, na komm, Queen, do it, was habe ich denn eigentlich am Start, ach du Scheiße, okay. Ach du Scheiße. Was hab ich denn hier am Start? Naja, okay. Jetzt weiß ich es wieder. Ein Hund habe ich da in der Clanburg. Wieso habe ich eigentlich ihn? Ja. Ein Hund in der Clanburg, okay. Nicht in der Clanburg. Bei mir in der Armee. Naja, soll wohl so sein. Hier heilen wir. Soll wohl so sein. Jetzt haben wir aber keinen Zauber mehr. Oh, da haben die einen Bogenschützenturm vergessen, die lieben Hawks hier. Der geht jetzt, oh, der geht sogar auf da. Perfekt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und reicht das hier mit meinen Hawk Ridern? Das. Ah. Ja, doch, müsste eigentlich reichen. Allerdings müssen die nochmal nach ganz da unten hin. Die müssen hier nochmal nach ganz unten auch hin. Da ist auf jeden Fall keine Falle mehr. Das ist perfekt. Dann können wir hier clean open. Und, ach, guck mal, die Goli ist auch noch. Okay, da war der Lava-Hund jetzt ja doch nicht. Doch nicht ganz so uneffektiv. Mann. Egal. Kurz noch ein Zauber weggesweckt hier. Aber, ja, da muss ich gleich mal ein bisschen drauf aufpassen. Wenn ich die Armee jetzt nochmal baue, dass ich, also immer, das übrigens, also abgesehen von dem Hund, ist das eine gute Farmarmee. Sie ist auch gar nicht, obwohl, mal gucken, wie teuer die ist. Ah, 2,4, das ist nicht viel. Aber der gehört ja natürlich gar nicht hin, sondern wir nehmen mal 1, 2, 3 Hocks mehr mit und vielleicht noch einen Bowler, vielleicht noch zwei Bowler und ein wenig mehr Clean-Up. So machen wir das. Die passen so. Den nehmen wir mal nach vorne. Ja, passt so. Also, damit wären wir in der Bauarbeiterbasis durch und auch im Heimatdorf durch. Und, ich habe hier echt noch erst wenig Punkte. Ich würde ganz gerne das Stadtgold hier mitnehmen. Aber da können wir jetzt auch mal reinfliegen, denn ich hatte ja versprochen, dass ich ein wenig
spielen werde. Erstmal hier gucken, hatte ich mir schon abgeholt. Und zwar haben wir ja im Moment wieder Überfall. Hände hoch, Überfall. Oh, ich kann ein bisschen was machen da oben. Alles klar, ich glaube, einen Angriff können wir mal machen. Wir spähen mal rein. Sind ja noch 0% drauf, hat also noch keiner was getan. Und ich würde sagen, wir machen aber erstmal die ganzen Hütten in dem Außen. Dafür brauchen wir viele, viele Barbaren. Und so gehen wir mal vor. Wir gehen mal ein bisschen vor. Ich muss die Armee eben mal bearbeiten. Nehmen wir jetzt Barbaren? Ne, wir nehmen, also die brauche ich erstmal gar nicht, glaube ich. Wir nehmen mal die. Oder nehme ich noch, ich nehme auch so einen Magier mit hier. Da haben wir 105. So machen wir das mal. Denn ich brauche im Moment ja, vermutlich brauche ich den Heilzauber gar nicht. Aber ihr seht selber, wie ich die hier jetzt setzen kann. Und dann mache ich das auch mal ganz piano, dass wir hier so ein bisschen aufräumen können. Mal sehen, den nehmen wir mal hier. Und jetzt können wir hier hinten ein bisschen weitergehen. Denn du musst letztendlich musst du alles schaffen. Ich habe hier schon einen Mauerbruch. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, dass ich da schon einen Mauerbrecher habe. Beziehungsweise die mit dem Holzstamm. Na, ist aber nicht so schlimm. Wir machen hier schon mal ein paar Prozente und können jetzt schon ein bisschen reinsetzen hier. Okay. Das war eigentlich gar nicht meine Absicht, dass ich da schon so reingehe. Ich wollte eigentlich erstmal so ein bisschen außen was clearen. Hier hinten können wir noch welche setzen. Und den Heilzauber nehme ich erstmal nicht. 40% haben wir aber schon. Das ist nicht schlecht. Das ist cool. Und wir sind auch schon... da hinten sind wir schon in der Base drin. Das ist sehr, sehr gut. Heilzauber brauche ich, glaube ich, bei denen nicht zu werfen. Aber ihr seht das, wir haben auch schon die Barbaren und die Schleichschützen. Schützinnen haben wir auch schon auf Level 2 gelevelt. Und auch die... Und auch die Kampfholzwerfer. Das ist eine große Bombe gewesen da. Aber wir haben schon mal ganz gut aufgeräumt. 1840 Stadtgold mittlerweile. Und macht er noch ein bisschen was? Ja. Die Hauptwaffe dort im Gipfel ist ja erstmal sehr, sehr langsam, was das Schießen angeht. Und mal sehen, wie weit wir noch nach vorne kommen. Beziehungsweise ich kenne den seine Range gar nicht. Aber wir kriegen richtig viel mit dem ersten Angriff hier. Nochmal Riesenbombe, aber ich glaube, das war's. Den Heilzauber spare ich mir mal und beende den Kampf hier. Da haben wir schon mal gut was geschafft, oder? Was meint ihr? Das war ein guter Angriff, ne? Der Angriff war wirklich nicht schlecht. Und ich würde da auch direkt nachhaken, aber nicht mit ihm hier, denn ich möchte natürlich hier auch den fünften Angriff mit haben, sondern das mache ich mit einem anderen Account. Wen habe ich denn eigentlich noch hier? Muss ich mal gerade gucken. Ich habe den Alex noch hier, okay. Alex ist noch am Start hier. Alex ist noch am Start, dann macht der mal den zweiten und dann mache ich nachher mal mit irgendeinem den dritten, würde ich sagen. So könnten wir vorgehen. Den kann Alex immer spenden. Ja, wir müssen uns mal Gedanken machen. Wir sind heute im Clankrieg, dass wir wieder so ein paar Schleichkobolde ausgerüstet haben für unsere sicheren Blimps. Und ich kann hier noch einsammeln. Perfekt. Und dann haben wir hier, jawohl, wir haben ja schon einen geschafft. Alles klar. Dann spähen wir hier mal weiter rein, wie wir hier weiter vorgehen könnten. Da haben wir die Minen ja schon ausgelöst und hier sind wir ja eigentlich schon drin. Da sind wir eigentlich schon drin. Müssen wir da noch tiefer eigentlich rein? Ja, wir müssen eigentlich noch einen tiefer rein. Das heißt, wir können... hier habe ich 105 schon ausgebildet. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Wir nehmen hier mal noch einen davon mit rein und greifen jetzt hier an. Wir nehmen jetzt aber diese Ecke hier, weil ich habe hier jetzt schon auf und werfen aber hier schon mal so einen Heilzauber hin. 1, 2, 3. So, mal sehen. 1, 2, den hier noch da rein. Mal gucken, wo der hingeht hier. Okay, die gehen auch nach da. Perfekt. Wir spammen hier mal so ein bisschen. Mal sehen, der Bombenturm, da ist natürlich eine harte Socke für uns.
Ah, der macht mir auch alles kaputt, glaube ich, oder? Na komm, den müssen wir schaffen. Ah, schaffen wir nicht ganz, okay. Ah, sehr ärgerlich. Das war jetzt ein bisschen wenig, ne? Das war ein bisschen wenig. Da würde ich sagen, holt Alex nochmal nach. Da holt Alex nochmal nach. Und zwar, oh, der Bombenturm, der muss echt fallen da. Das ist shit, ey. Der Bombenturm muss da wirklich fallen. Das ist echt mal dämlich. Und wir nehmen da nochmal den Heil. 1, 2, 3. Ach, der hat er unten aufgemacht. Okay, ist aber nicht so schlimm. Mal sehen. Oh, wir sind schon an der Hütte dran. Alles klar. Wir sind schon an der Hütte dran. Aber die werden wir nicht schaffen, glaube ich, oder? Oh, da ist noch der Supermagier mit dazwischen. Der zuckt gut durch hier auch noch auf die anderen defensiven Gebäude. Das war es jetzt aber schon. Aber wir haben es fast gepackt. Fast gepackt. Okay. Mann, 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 Mann. Okay, 70 ist das. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ah, ich muss jetzt mal wirklich gucken, wie ich da vorgehe. Ich muss wirklich mal sehen, wie ich da vorgehe. 3080, was haben wir denn eigentlich noch? Alles zu schaffen. Megamine, Multikanone, die können wir mal updaten hier. Dass wir hier ein bisschen weiterkommen, würde ich sagen. Jawohl. Und 1474 haben wir noch. Megamine, nehmen wir auch mit. Damit haben wir 0, damit haben wir ganz gut beigetragen. Denn wir brauchen auch, ja, da bin ich ein bisschen stolz auch drauf, hier im Clan Free-to-Play auch nicht mehr lange, bis wir das machen. Noch ein Gebäude, dann können wir hier auf Level 4 verbessern. Und ich sehe, Alter, was ist das? Okay, hier waren ja die Basebilder ganz stark. Eieieiei, okay, hier waren die Basebilder am Werk. Krank, echt krank. Okay, ich habe mich dann noch gar nicht mit beschäftigt, aber sollte ich vielleicht doch mal ein bisschen genauer machen. Naja, ich wollte eigentlich, wie gesagt, nur auf diesen Hilferuf hinaus. Jetzt haben wir doch ein bisschen Clash of Clans gemacht, sodass es ein wenig, habe ich mir schon abgeholt, 500.000, naja, sodass es ein wenig spannender hier wird, beziehungsweise wir jetzt mal in ein, drei Sachen da waren. Ich meine, ihr habt ja selber gesehen, wenn ich jetzt anfange hier zu clashen, dann geht da schon eine ganz gute Zeit bei drauf. Und man ist eigentlich gut beschäftigt. A im Heimatdorf, B natürlich auch in der Bauarbeiterbasis. Ja, und wenn ich das mit jedem Account hier mache, ich meine, viele spielen mehr Account, ich gar keine Frage. Aber dann bleibt es in jedem Fall spannend. Und man hat eigentlich immer was zu tun. Ja, alle 4 Tage oder alle 5 Tage hier das Event Überfall. Und ja, wir sind jetzt endlich mal wieder im Clankrieg. Hat auch ein bisschen gedauert. Wir haben jetzt ein paar Tage Pause gemacht, weil eigentlich spielen wir hier immer Clankrieg. Aber ich gucke mal hier ins Kriegslog. Wir haben jetzt ein bisschen, ja, 4 Tage. Wir haben so ein bisschen Pause gemacht nach unserer Niederlage 27 zu 27. Wiederholungen sind leider alle weg. Und naja, ich clash mal weiter, aber ich wollte eigentlich mal eine Meinung von euch hören zu dem Hilferuf hier. So habe ich das ein bisschen empfunden. Und danke an Supercell, dass ihr uns dieses wunderschöne Spiel hier zur Verfügung stellt, dass wir es bezocken können und eigentlich immer ja doch so ein bisschen unseren Spaß damit haben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich wünsche euch ein verdammt tolles und cooles Wochenende. Lasst euch nicht vom Wetter ärgern. Ich glaube, ja, hier dauert es jetzt noch so ein, zwei Stunden. Dann geht hier kurzfristig mal die Welt unter und dann war es das aber auch. Und dann haben wir wieder ein schönes, hoffentlich ein schönes Wochenende. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clasht.